Wir Deutschen bekamen nicht mehr Freiheit, sondern nur mehr Auslauf. Kurt Pfeiffer. Ja, schön, ein Zitat aus Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Ja, die wichtigsten deutschen Dichter, Denker, Erfinder, Schauspieler, über 400 Schauspieler, praktisch alle entscheidenden Komponisten, es gibt ja über 1500 Komponisten aus Deutschland, aber die wichtigsten sind hier drin, ja, rund 80% der klassischen Musik weltweit, die aufgeführt wird, kommt ja von deutschen Komponisten, ja, ein schönes Geschenk, auch zum Muttertag, ein schönes Werk, ja, rund 130 deutsche Erfindungen. Meine Empfehlung gibt es nur bei www.claudiuswabig.de und jetzt starten wir durch mit hervorragenden Nachrichten, wer mich noch nie gesehen hat. Ich habe ja nichts mit Buchverkauf zu tun, ich mache nur gern Werbung dafür. Ich bin hier gegen Putin und deswegen knarren wir auch, weil wir hier nicht ölen, weil wir gegen Putin sind. Wir sind für die Ukraine, Schlava Ukrainer, wir sind für Israel, Schalömchen und wir sind natürlich für die beste Bundesregierung aller Zeiten und zwar für die Ampelregierung. Ja, wir unterstützen ausdrücklich die linken, linksstaatlichen und zivilcouragelichen Wahrheitsverleugner, Ignoranzpraktiker und sind gegen Wahrheitsfanatiker und Dingenspumps hier, Ideologieleugner von der Alternative für Deutschland. Ja, der Kanal hat einen schönen Shadowban, ja, finde ich gut, ich finde es gut bedeutet, ja. Früher hatten wir mit der Hälfte an Abonnenten 30, 40, 50.000 Aufrufe pro Video. Heute haben wir mit mehr als doppelt so viel Abonnenten vielleicht noch 5, 6, 7, 8.000, 10.000 Klicks. Ist aber egal, ich sende bis zum letzten Zuschauer. Und ansonsten, wenn ihr einen nicht shadowgebannten Kanal sehen wollt, schaut doch einfach mal bei YouTube vorbei. Link hängt hier drunter. YouTube ist wie YouTube, nur anders. Oder aber auch, interessanterweise, auch bei Telegram. Telegram hängt hier auch drunter. Und Odyssey und BitChute und Getter und YouTube Zweitkanal. Ich sende ja überall rund um die Uhr. Mindestens 5 Videos am Tag. Und ich bin vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, ich bin der mit den guten Nachrichten. Da starten wir direkt mal durch. Hier. Naja, gute Nachrichten jetzt vielleicht nicht gerade für die Elektroautoindustrie. Neuzulassung, heftiger Einbruch bei E-Autos. Tesla minus 55%. Ja. Also Elektroautos, hat ja die Europäische Union gerade verkündet, sind ja gar nicht CO2-neutral. Im Gegenteil, sie hauen mehr CO2 raus durch die Produktion und so und durch die Stromproduktion und überhaupt durch die Akkus als normale Benzin- und Dieselautos. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Wir werden ja bald, wir werden ja bald Hitze-Shutdown kriegen. Ja, wirklich wahr. Wir bereiten uns langsam darauf vor, Hitze, Shutdown und Lockdown. Ja, dann kommen die an und sagen, Freunde, wir haben 28 Grad, ihr müsst euer Auto stehen lassen. Freunde, wir haben 30 Grad, jetzt heißt es zu Hause bleiben. Ja. Und dann auch Ausgangssperre, damit wir keinen Herzinfarkt kriegen. Böse Zungen sagen, Moment mal, ich war schon Halbmarathon laufen bei 38 Grad in Berlin. Habe ich gemacht, ja. Man muss halt viel trinken, vorher mittendrin und am Ende viel trinken, ja. Und es langsam angehen lassen, ich habe es gemacht, ja. Nein, das ist dann verboten, weil Papa Staat verbietet es dir dann, ja. Ja. Freunde, ich schlage ja immer vor, einfach zu Hause bleiben. 4 FFP2-Masken übereinander, ein Darmstrumpf drüber und alles ist gut. Jetzt hat der Michael Müller, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der hat gesagt, er möchte eine Amnestie haben für alle Corona-Maßnahmenbrecher. Ja. Böse Zungen sagen, aha, Herr Müller, ja. Sie machen das nur, damit Sie selber auch eine Amnestie für sich kriegen, ja, weil Sie mitgemacht haben. Sie haben mitgemacht. Aber Freunde, das stimmt zwar alles, ist doch aber nicht richtig. In Magdeburg gab es einen kleinen Einzelfall, aber gehen wir erstmal ins Allgäu. Da wurde ein 4-jähriges Mädchen schwerst verletzt von einem Syrer. Und jetzt hat die Blödzeitung gesagt, ja, wir müssen jetzt über Migrantengewalt sprechen, sonst tun es die Extremisten am rechten Rand. Und da sagen böse Zungen, liebe Blödzeitung, einfach mal die Fresse halten, ja. Das sind keine Extremisten, das nennt sich Opposition. Und die halten den Finger in die Wunde und zeigen, was schiefläuft. Das ist eigentlich die Aufgabe der Blödzeitung, ja, ihr Systemlakaien. Aber das sind böse Zungen, ich finde die Blödzeitung toll. Ja, und das war ja auch ein Einzelfall im Allgäu. So, jetzt kommen wir nach Magdeburg, da gab es einen Einzelfall. Und zwar wurde ein 51-Jähriger erstochen. Er ist jetzt tot. Herzliches Beileid an die Angehörigen. Der südländisch aussehende Täter ist flüchtig, aber das war wie gesagt nur ein Einzelfall. Ja, Pellegrini, ein neuer Präsident in der Slowakei, ganz schlimm, ja, der ist auf dem rechten Weg und rechtsstaatlich, ja, und er möchte keine Waffenlieferung an die Ukraine. Das gefällt uns überhaupt gar nicht. Gold ist auf einem Allzeithoch, Freunde. Böse Zungen sagen, wer jetzt kein Gold und Silber kauft, ist selber schuld. Zumindest eine Unze wenigstens, eine halbe Unzel, eine Zehntelunzel, aber ein bisschen Gold muss sein oder wenigstens ein kleines Krügerrandmünzlein, Silber, ja. Gut, Martina und ich haben uns das nicht leisten können, aber ist ja auch meine Aufgabe hier zu empfehlen, ja. Und so ein Krügerrand Silber ist ein schönes Geschenk, kostet inzwischen so fast 40 Euro, ja. Aber ein schönes Geschenk. Gut, ich gebe zu, ich habe ja mal seinerzeit meinem Neffen habe ich einen Krügerrand Silber geschenkt. Ich habe gesagt, wirklich, weil man hat ja so auch als Onkel hat man eine gewisse Verantwortung. Ich habe ihm gesagt, darf ich dir ein paar Ratschläge geben? Da sagt er ja und da habe ich gesagt, pass mal auf, mein Rat für dich, ja, mach keine Schulden.
Niemals Schulden machen. Niemals Leasing machen, nichts finanzieren, alles bezahlen oder nicht kaufen. Denn wenn du Schulden hast, bist du abhängig. Abhängig von deinem Job und so weiter. Und wenn du kannst, lass dir Krügerrand Silber schenken. Ja, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Nikolaus. Ja, und am besten Gold. Ja. Und spare es, spare es, spare es. Spare 10% von dem, was du hast. Ja. Und verleihe niemals Geld. Wenn, dann verschenkst du es. Habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, niemals verleihen. Das kriegst du sowieso nicht wieder. Verschenke es. Oder lass es. So, habe ich ihm geraten. Ja. Man kann das ja so handhaben, wie man will. Ich habe das ihm so gesagt, weil... Ich habe noch nie was wiederbekommen, was ich verliehen habe. Deswegen sage ich lieber nicht verleihen, gleich verschenken oder gar nichts machen. Hier, der ehemalige Gesundheitsminister Italiens Roberto, guter Name, Speranza, der die Covid-Impfung verhängt hat, kann sich ohne Polizeischutz nicht mehr auf der Straße blicken lassen. Die Italiener warten überall auf ihn und rufen Mörder, Mörder, Mörder. Ja, Freunde, Mörder, Mörder, das sind so Worte, bitte. Hier, systematische Unterwanderung der Polizei Deutschlands. Sehr schön, im Staatsdienst, insbesondere in der waffentragenden Gilde, ja, werden jetzt vermehrt Migranten eingestellt. Das finde ich gut, ja. Wie am Platz, wie am Raum lief no one behind. Kein Mensch ist illegal, ja. Dafür schmeißen wir die ganzen AfD-Wähler raus aus der Polizei und stellen Migranten ein. Es kann so einfach sein. Hamburg warnt Beamte vorm Kiffen im Dienst. 75.000 Staatsmitarbeiter wurden angeschrieben. Ja, mein Rat ist einfach vorher die Birne zudröhnen und dann schwebt ihr zur Arbeit. Pürsitzungen sagen ja, wenn man sich die Leute vom Ordnungsamt oder die Personen in Uniform oder auch die im Bundestag alle anguckt, ja, mal abgesehen von denen von der Alternative für Deutschland, geht man davon aus, dass die alle bekifft sind, ja, bei dem, was die so von sich geben. Aber Pürsitzungen. Sarah Rambatz. Die linken Politikerin Sarah Rambatz fragte bei Facebook nach Filmen, in denen Deutsche sterben. Sie bekam Morddrohungen und ihre Familie seltsame Anrufe. Nun erzählt sie vom Hass, der nicht nur im Netz geblieben ist, der Spiegel berichtet. Böse Zungen sagen, liebe Sarah Rambatz, ja, sowas kommt von sowas, ja. Wer sich daran ergötzt, dass Menschen sterben, ja. Wer sich daran ergötzt, dass die eigenen Ahnen sterben. Wer sich daran ergötzt, dass das eigene Volk ausgerottet wird. Wer sich überhaupt an Mord und Totschlag ergötzt, der soll sich nicht wundern, ja. Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es raus. Wir hier an dieser Stelle lehnen allerdings jegliche Drohungen, schlechte Kommentare und überhaupt ab. Wir sind nämlich ein Kanal für Liebe und für Vergebung, Punkt, aus, Ende. Ja. Weil er ihre Schwester liebte, Brüder lauern 15-Jährigen mit Sturmhauben auf und prügeln ihn tot. Nach der tödlichen Attacke auf einen 15-Jährigen wurden in Frankreich mehrere verdächtige, südländisch aussehende Täter gefasst. Ja. Ja, dieser Kanal ist ja nicht monetarisiert. Begründung, Hass und Hetze, wirklich wahr, ja. Und jetzt wisst ihr auch warum, ja. Wenn man manchmal die Wahrheit berichtet, dann ist das automatisch Hass und Hetze. Aufrufe zu Gewalt stand da, glaube ich, auch. Wirklich wahr, ja, ist ja, natürlich. Natürlich, ja. Dann hier eine Überschrift und zwar in UNAB. AfD erhält viel Geld vom Staat. Und jetzt im Kleingedruckten stellt man fest, SPD und CDU und wie sie alle heißen, erhalten 4, 5, 6 Mal mehr. Ja, also mehr, viel mehr, ja. Ja. Und bei den Stiftungen hat die AfD überhaupt gar keine Stiftung. Kriegen sie nicht. Es steht ihnen zwar eine Stiftung zu, aber sie kriegen sie nicht. Freunde, und in Stiftungen werden pro Jahr etwa 650 Millionen Euro reingehauen und da können sich dann CDU, CSU, FDP, Linke und Grüne bedienen, ja. Und das ist meistens die Mülldepot, das ist der Ort, wo man die Leute hinschickt, ja, die gerade ihren Job verloren haben. Also wenn man sein Bundestagsmandat verliert, weil man weniger Stimmen hat, ja, oder weil man aus dem Bundestag rausfliegt, ja, was mit der FDP jetzt passieren wird, im positivsten Sinne, dann kommen die in den Stiftungen unter, ja. Dann ist da Raum für sie, dann können sie da weiter rummurksen im positivsten Sinne. Dafür sind die Stiftungen. Dafür hauen wir 650 Millionen Euro pro Jahr raus. Nur die AfD kriegt nichts davon, so viel dazu. Und dann hier, Freunde. Lars Hobbs, vielen herzlichen Dank. Und ich möchte mich bei Bernd bedanken. Der Bernd hat ja hier, ich war ja am Freitag in Wriezen bei einer Lesung, da hat der liebe Bernd, Grüße gehen raus, ja, nicht nur uns Blümchen geschenkt, Martina und mir, ja, vielen herzlichen Dank. Nein, er hat auch 2 Bücher erstanden und hat gesagt, er möchte sie nicht für sich. Er möchte, dass wir sie hier verlosen, Freunde. Und so machen wir das auch. Wir machen das. Wir verlosen 2-mal Botschaft für Deutsche. Aber bitte an diejenigen, die sich das Buch nicht leisten können. Das ist meine Bitte. Ich habe ja ehrliches Publikum. Also wenn ihr wirklich sagt, Mensch, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht... Ich kann es mir nicht leisten. Dann verlosen wir die jetzt. Wir machen es wie immer ganz einfach. Ich sage euch auf Telegram, Link hängt hier drunter, wie ihr dran teilnehmen könnt. Ja, so logge ich euch zu Telegram. Ihr abonniert bei der Gelegenheit gleich Telegram. Pfiffig, oder? Und da steht dann, wie ihr dran teilnehmen könnt. Ja, 2 Bücher immerhin. So, und ich toppe das Ganze noch. Ich habe nämlich noch ein einziges Exemplar, das allerletzte von Botschaft für Deutsche. Wirklich war das letzte. 3. Auflage da. Und das packe ich auch in die Verlosung.
Gut, vierte Auflage ist, sind viele Kapitel neu, alles umgeschrieben, erneuert, aktualisiert und vor allen Dingen alle Zitate neu und ganz viele andere Sachen, zum Beispiel über 2000 deutsche Städte. Das ändert aber nichts daran, dass Botschaft für deutsche dritte Auflage auch sehr lesenswert ist. So, das verlosen wir auch. So, wir toppen also immer das, was ihr macht, toppe ich immer noch. So machen wir das. Ja, muss ja sein. Ja, muss ja auch was dazu beitragen. So, hier. Im Nachhinein ist man immer klüger. Politische Entscheidungen und so weiter und so fort. Ach, das ist hier der Müller, der gesagt hat, wir müssen Amnestie machen. Ist ja schon ein alter Hut. Andreas Prinz, dir geht's nicht gut. Andreas, nochmal heute von uns allen gute Energie. Wir möchten, dass es dir wieder gut geht. Ist wichtig, Andreas. Bitte, ja. Dann hier. Mit seinen tendenziösen Artikeln hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang ein verräterisches Bekenntnis über sein wahres Demokratie- oder genauer gesagt undemokratisches Amtsverhältnis abgelegt. Ein Verfassungsschutzpräsident, der behauptet, die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief, verkennt die maßgeblichen freiheitlichen Grundlagen unserer Demokratie, die naturgemäß auch die Kritik an Regierung und staatlichen Handeln gewährleistet. Jenseits des Strafrechts gibt es keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die im Artikel 5 unseres Grundgesetzes garantiert ist und zum Kernbereich der Verfassung gehört. Ein Verfassungsschutzpräsident, der sich anmaßt, solche Schranken über den Rahmen des Strafrechts hinaus quasi via Beschlüsse durch Beobachtung oder willkürliche öffentliche Kommentierung einzuführen, verletzt die Verfassung. Er überschreitet dabei auch die eigenen gesetzlich abgesteckten Kompetenzen. Wenn die Bundesregierung keine Konsequenzen aus dem Verhalten dieses hohen Beamten zieht, lässt sie selbst Zweifel an ihrem Demokratieverständnis aufkommen. Wer sagt das? Professor Dr. Rupert Scholz, Verfassungsrechtler und Verteidigungsminister außer Dienst Berlin. Ja, Freunde, der Mann muss ins Gefängnis. Wie kann er denn hier so nicht solche Sachen von sich geben? Unseren vergötterten Haldenwang zu kritisieren, unsere Regierung zu kritisieren. Freunde, was ist ein NAZI, ein Rechtsradikaler? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, Blödzeitung sagt, warum lässt die Politik das zu? Messerangriff auf Vierjährige. Wir müssen endlich über Ausländerkriminalität reden, sonst tun es die Extremisten. Ja, andere nennen das auch Opposition. Ja, und jetzt kommt's. Die Frau Baerbock sagt, Baerbock fordert Gendersprache in deutschen Gesetzen. Ja, also wir sollen bald alle gezwungen werden zu gendern. Was schreibt denn hier der Herr Fabich? Ob in der Schweiz, Österreich, Deutschland oder anderen Orts, in jedem Land ist die Muttersprache die Nabelschnur zur Mutter Erde, zum Vaterland. Ohne unsere Sprache verlieren wir sowohl die Verbindung zu unserer Heimat als auch zu unseren Ahnen. Sprache ist die Verbindung von Mensch zu Mensch. Ein Volk, das sich seiner Sprache berauben lässt, verliert mit ihr auch seine Identität. Mit dem Gendersprech soll gezielt die Nabelschnur, unser Band zu unserer Heimat, zerschnitten werden. Ach, Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Ich find's toll, Frau Baerbock hier, Gendersprache ins deutsche Gesetz, sehr gut. Und wer nicht gendert, ab ins Lager. Die Journalisten Michael Schellenberger und Gregor Bassack berichten in Public davon, dass staatlich finanzierte NGOs, wie in Deutschland das Korrektiv, von den jeweiligen Regierungen eingesetzt werden, um im Vorfeld der EU-Wahlen Stimmung gegen die Opposition in den jeweiligen Ländern zu machen. Die Strategie dahinter, die Opposition in der Öffentlichkeit mit Desinformation zu diskreditieren. In Deutschland betrifft das wegen der guten Umfragewerte vor allen Dingen die AfD. Ich sage nur eins, Desinformation, das sind so Worte. Für die Ukraine ist es keine gute Nachricht. Der neue slowakische Präsident Pellegrini sieht Waffen an die Ukraine als kritisch an. Er ist pro-russisch und damit ist er ganz, ganz schlecht. Wir wollen ihn nicht. Hier, Inseln versinken doch nicht. Aus einer neuen Studie chinesischer Wissenschaftler geht hervor, dass viele Inseln weltweit wachsen und deutlich größer und nicht kleiner geworden sind. Ja, der Anstieg des Meeresspiegels sei keine weit verbreitete Ursache für die Erosion von Inselküsten in den untersuchten Regionen. Was weiß denn schon der Chinese? Immerhin die Malediven. Ich habe doch berichtet, da ist doch der kommende Präsident gerade dabei, die Malediven zu evakuieren. Wirklich wahr? Der sucht ein neues Land für die Malediven. Ja, er macht Platz für die Reichen und Schönen, die dann da leben werden. Sehr schön. Dirk schreibt mir, hier, das Buch fühlt sich toll an, habe das jungfräuliche Friedensbändchen entfernt, dient als stilvolles Lesezeichen und die Karte schon weitergeleitet. Ja, da ist auch meine Karte drin, die Bücher. Hier, er meint hier Botschaft für Deutsche. Und Andrea Kumier, vielen Dank für deinen Kommentar. Und Susanne Lier, auch dir sei gedankt für deinen lieben Kommentar. Und jetzt haben wir noch eine Bonusnachricht, aber zuvorderst wie immer mein Gruß von Bruno, Kevin, Jerome, meiner lieben Frau Martina. Und wenn ihr Grüße gerade nicht entgegennehmen könnt, weil ihr krank seid oder möglicherweise im Krankenhaus, bitte ich euch von Herzen, bitte kommt schnell wieder raus. Wir brauchen euch. Wir halten hier nämlich zusammen. Wir bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Ja, wie gesagt, nehmt teil an der Verlosung. Wir haben aus zwei Büchern jetzt drei gemacht und die dritte Auflage ist
Ja, jetzt nicht mehr ganz so aktuell wie die vierte, weil die vierte ist ja. Hohoho. Aber trotzdem, dritte Auflage ist auch toll. Kommt, es ist gut, ja. Und vor allen Dingen ist das das allerletzte Exemplar. Ich schreibe es auch rein. Das letzte Exemplar. Das letzte, ja. Ist immer gut. Das erste ist immer gut und das letzte ist auch immer gut, ja. Ja. Ah, Freunde, ja. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und ich freue mich riesig über euren Daumen, über euren Kommentar. Und dank euch, liebe Unterstützer, kann ich diese Propaganda für den Linkstart überhaupt nur ableisten. Ohne euch geht's nicht. Von Herzen danke für die Mühe. Ich weiß, das macht Mühe. Ich hänge hier mal PayPal und Konto runter. Und ja, ich hatte ja noch eine Bonusnachricht. Ja, es ist eine Bonusnachricht. Und zwar, es ist eine missliche Situation. Die zweite Schutzlinie in der Ukraine, also das ist ja eine Frontlinie von, weiß ich nicht, 1300 Kilometern. Und der böse Russe, der greift ja überall mal an. Mal hier, mal da, mal dort, ja. Mal greift er hier an, greift er dort an. Natürlich auch da, ja, also überall. Und der Ukrainer, der hat ja kaum noch Soldaten. Das ist ja schlimm. Wir müssen jetzt auch mal Soldaten dahin schicken. Also jetzt wird es aber auch mal Zeit. Diese Woche, und das ist jetzt die Bonusnachricht, wird entschieden, ob in Amerika nochmal 61 Milliarden Dollar freigegeben werden. Für Unterstützung der Ukraine. Ja, wir müssen das Sterben noch ein bisschen wir müssen den Krieg noch ein bisschen wir müssen den Frieden noch ein bisschen näher bringen, ja. Frieden schaffen, nur mit Waffen Krieg beenden, Panzer senden. In diesem Fall auch Taurus. Ich bin dafür, dass wir Taurus schicken. Taurus müssen dahin. Und ich fummel jetzt mal, ich habe ja Kommentare bekommen. Ich habe Zollstock, habe ich gesagt. Ja, das heißt anders und so weiter und so fort. Ja. So. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einen Baumarkt geht und sagt, ich hätte gerne einen Zollstock, dann wissen die genau, was man meint. Ja, wenn man irgendwas anderes sagt, wird es schwierig. Also im Volksmund, ja, im Volksmund heißt das Ding Zollstock. Ja, Punkt, aus, Ende. Ich habe einen neuen, ich freue mich drüber. So, und wir machen jetzt munter weiter. YouTube ist schon durch, Getter ist schon durch, Telegram ist schon durch, YouTube Zweitkanal ist schon durch und das hier ist sozusagen der letzte Aufschrei von mir am heutigen Tage hier auf YouTube Hauptkanal. Freunde, die Woche wird gut. Es ist so, die Woche wird gut. Und mit der Nachricht, dass wir bald den Habeck und die Baerbock als Kanzler haben, vielleicht als Doppelspitze, ja, boah, ja, die wollen ja beide, ne? Können tun sie es auf jeden Fall, ja. Eigentlich könnte Helge Lindt auch gut Kanzler sein. Wäre mir jetzt auch persönlich nicht ganz so unlieb. Oder Kevin Kühnert, ja, ich hätte beinahe gesagt, oder der Wicht, aber nein. Ich kann ja den Wicht nicht als Kevin Kühnert, den Kevin Kühnert nicht als Wicht bezeichnen. Hat ja schon der Schröder erledigt. Schröder, 80 Jahre alt, ja, und hat echt zu dem Wicht Kevin Kühnert gesagt. Also unglaublich. Also beleidigend, ja. Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Tja. Wo bleibt der Aufschrei der Wichte? Egal. So, in diesem Sinne, Freunde, wichtigste Botschaft auch heute. Ich hab euch lieb. So. Und jetzt knarren wir gegen Putin aus dem Bild. Und bitte unterstützt diese tolle Regierung. Unterstützt Baerbock, Habeck und Co. Und wenn es zu Wahlen kommen sollte, böse Zungen sagen ja, die sagen die Wahlen ab wegen neue Pandemie oder Krieg oder so Sachen. Ja, ja. Also wenn es zur Wahl kommen sollte, kann ja sein. Ja, dann wählt bitte Rot-Rot-Grün. Ja. CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die Sarah Wagenknecht-Partei, die wählt ihr. Auf gar keinen Fall die böse Alternative für Deutschland. Gut, bis dahin ist die verboten. Hab euch lieb.